Ursula, du hast auch sexuelle Übergriffigkeiten erlebt. Ganz wichtig, wenn ich dir so zuhöre, was gibst du jungen Frauen mit auf den Weg? Ich stelle mir vor, ich bin jetzt eine 20-jährige Frau und höre dir zu und sehe, was du machst. Egal aus welchen Berufswelten, was rätst du Frauen? Ich rate den Frauen direkt Stopp zu sagen, Stopp. Ich hoffe, das ist ein Missverständnis, direkt die Sache anzusprechen, möglichst vor Kollegen, vor Kolleginnen, vor Mitarbeitern, sodass das gar nicht erst unter den Tisch gekehrt werden kann. Denn wir sind jetzt in einer Zeit, wo das auf fruchtbaren Boden fällt, wo das Bewusstsein so langsam wächst, was ist okay, was kann ich sagen und was ist nicht okay. Und das ist eigentlich die größte Hoffnung, die ich habe, dass wir es schaffen, das Bewusstsein in die Unternehmen, den Boden zu schaffen, wo die Menschen einfach von selbst wissen, das ist okay oder nicht okay. Und deshalb sage ich jeder jungen Frau sofort sagen, Stopp, Missverständnis, falsch verstanden oder was haben Sie gemeint? Können Sie es nochmal sagen bitte und können Sie es auch laut sagen, damit es die anderen hören? Ja. Also toll, das wäre natürlich toll. Auch, wenn die Männer, die das mitbekommen und damit nicht d'accord sind, sich genauso einmischen und sagen, ey, entschuldige mal, das ist nicht in Ordnung, was ihr da macht, was ich da höre. Absolut. Die das Dinge ist auch, klar benennen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, dass diese Plattform, die wir kreieren wollen, also die ich hoffe zu kreieren, nicht nur für Frauen ist, denn 63% der Frauen sind betroffen, aber auch 49% der Männer jetzt. Ja. Also und vor allem sollte das auch für die Unternehmer sein, wenn das jetzt ein kleines Unternehmen ist aus meiner Gegend, wo ich groß geworden oder wir groß geworden sind, aus Burlafingen, der 4, 5 Frauen angestellt hat. Vielleicht weiß der auch nicht mehr, wie er sich benehmen soll, also oder kann oder was er überhaupt noch sagen soll oder sie oder er. Das alle sich da finden können und Hilfe bekommen können, auch die Unternehmer von kleinen und mittelständischen Unternehmen, wo es keine Compliance-Abteilung gibt.